So, und was machen wir jetzt mit dem Reihergeweihten, den ich aber einschlafen lassen? Wollen wir einfach schlafen lassen? Wir sollten ihn schlafen lassen, ja. Wir sollten uns zu ihm gesellen. Ich übernehme gerne die erste Wache. Wie stehen die Wahrscheinlichkeit denn, dass wir dieses Mal wieder von, wie wisst du, an wem angegriffen werden? Naja, die meinten, der würde wiederkommen. Ich hoffe doch hoch. Frage ich. Nun, meine Hoffnung ist, dass er nicht gleich an dieser Stelle wiederkommt und wir wenigstens ein wenig mehr Zeit haben. Moment, habe ich geschlafen? Um wen geht es? Den Häuter. Halicin, den Häuter, der uns hier mit seinen Reitern angegriffen hat. Was ist denn das für ein lächerlicher Name? Ich glaube, ich habe echt geschlafen. Ihr hattet einen sehr festen Lauf bei der Sache, ja. Ja, ihr hattet alle Hände voll damit zu tun, die Pferde daran zu hindern, den Bannkreis zu zertrampeln. Ach, das war das hier mit dem Bannkreis und dem ich erinnere mich, ja, ja. Hm. Ja, seine Visage kann einem wohl schwer aus dem Kopf gehen. Ich habe zweimal versucht, ihn in mein Visier zu kriegen, aber Rafim stand die ganze Zeit vor ihm. Ja, aber Rafim hat doch kurz einen Prozess mit ihm gemacht. Warum soll der Typ irgendwie eine Bedrohung gewesen sein? Ja, Boltax angeblich kommt der immer wieder. Ah, ich habe eine Idee. Das nächste Mal, wenn er kommt, verwandle ich ihn in Stein. Dann kann er zwar gerne wiederkommen, aber das bringt ihm nichts. Das klingt tatsächlich nach einer guten Idee. Es muss wohl irgendeine Art Paktgeschenk sein. Oder es ist nur ein Gerücht und er wurde einmal schlimm verwundet und die Landbevölkerung hielt es für eine Wiederauferstehung. Na, die Information kommt von Kelbara. Ich glaube nicht, dass es ein Gerücht ist. Ach stimmt, ihr sagtet... Ja, das hatte ich vergessen. Also wenn ihr die Gelegenheit bekommt, ihn zu versteinern, denke ich, das wäre sicher ein guter Weg. Gut, legt euch hin, sofern ihr könnt. Ich halt Wache. Oh, ich könnte ihn auch in Feuer verwandeln. Und dann sperre ich ihn in eine Flasche. Wir sollten nicht, denke ich. Was? Na gut. Ja, so könnt ihr die Nacht hier verbringen zwischen den Ruinen. Wachen aufstellen und dann auch dafür sorgen, dass Azkaban, wenn er dann irgendwann wieder aufwachen sollte, keine Dummheiten macht. Wenn ihr irgendwann wieder aufwacht, werdet ihr feststellen, Hassan kann das natürlich auch kommentieren, dass Zybi al-Nabab gemeinsam mit ihrem Gefährten mitten in der Nacht aufgebrochen ist in Richtung Nordosten, wohl höchstwahrscheinlich in Richtung Zorgan, so wie sie angekündigt hatte. Ich würde gerne eine Sternkundeprobe noch gewürfelt haben. Ja. Und dazu auch Niobaras Sterntafeln, falls wir die dabei haben. Wenn ich es auch nicht schlimm, dann nehme ich die Erleichterung halt nicht. Würfeln, um zu gucken, wann denn das nächste Mal ein günstiger Zeitraum wäre, um einen Humus-Gin zu beschwören. Die Sterntafeln haben wir leider nicht dabei. Die hatten wir schon auf dem Schiff festgestellt, weil wir nicht auf unserem eigenen Schiff waren. Okay. Dann darfst du eine Sternkundeprobe würfeln. Alles klar. Du bist, glaube ich, auch noch auf der Linie von... Ist das die Satinav-Kette, ne? Yep, zwei. Ja. Sternkunde. Und eine zweite Linie noch irgendwie. Ja, ein Humus-Gin, sagst du? Mhm, genau. Also ich möchte halt einfach unseren guten Freund in der Wildermark kontaktieren. Also, und ihm... Also... Das macht über einen Humus-Gin an dieser Stelle am meisten Sinn. Okay, ja, also du würdest sagen, dass die Sterne dazu zurzeit günstig stehen. Die namenlosen Tage sind ja schon lange wieder vorbei. Wir haben jetzt irgendwie 4 Runen, aber ihr befindet euch natürlich im fruchtbaren Aranien. Der Boden ist hier gut. Vielleicht nicht unbedingt vom See selbst, dass das Uferwasser nehmen, diesen Uferschlamm, weil hier diese Krakenmolche drin sitzen und vielleicht auch nicht von einer verbrannten Ruine, da ist die Qualität einfach nicht so sehr gut. Vom Wald könntest du sie im Prinzip nehmen, so da gab es so ein kleines Wäldchen nebenan, aber die Erde aus Aranien ist eigentlich relativ fruchtbar. Die Sterne stehen richtig, du könntest ihn jetzt rufen, wenn du magst.
Okay, wir hatten ja das, also wir sind ja das letzte Mal von dort aus über eine Linie, also über Trollpfade gereist, mehr oder weniger. Deshalb war auch mein Gedanke, den Humus-Gin zu wählen, weil das Ziel halt in einem Wäldchen liegt, wo ich davon ausgehe, dass der Druide immer noch sein wird. Deshalb würde ich auch einen Humus-Gin und keinen Luft-Gin rufen. Nein, wir schicken keinen Nunzio Volo, aus gutem Grund. Und ich würde weil dem... Weil du ein Feigling bist, das ist der Grund. Nein, nein, weil ich nicht will, dass irgendein Dämon Haare von mir hat. Einem Druiden vertraue ich meine Haare an, aber einem Dämon nicht. Es ist ja kein Dämon, es ist ein bisschen dämonische Essenz, die wir zu unseren eigenen Zwecken umgeformt haben. Es ist was ganz anderes. Noch niemals wurde jemand von einem Nunzio Volo in die Scheiße geritten. Noch niemals, das eine Mal täglich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich da noch... Aber egal, Frosty, die Frage ist, da ich mich ja auf einer Linie befinde und wir von hier aus theoretisch vermutlich irgendwelche Zugänge zu Pfaden hätten. Ich meine, ich habe auch Kraftlinienmagie. Eins, ja. Du kannst durch eine Erleichterung von ZFP wechseln, glaube ich, genau. Linienstärke, genau. Aber es geht mir gerade nicht um die Erleichterung oder so. Also ich werde jetzt einfach gleich die Würfe machen. Die Frage ist nur, macht das innerweltlich überhaupt Sinn, was ich mir gerade denke? Weil wenn es jetzt heißt, ja, der Humus-Djinn kann den Weg aber eh nicht zurücklegen, weil ne, ist zu weit entfernt, auch wenn die Kraftlinien sich irgendwie verzweigen und dann wieder zusammenlaufen, dann würde ich natürlich einen Luft-Djinn beschwören. Es gibt doch, glaube ich, GS in Meilen. Ist anders. Ja. Du musst ihm dann echt viele ASP mitgeben, damit er die Strecke schaffen kann, weil ein Humus-Djinn hat nicht so eine hohe GS. Erstmal möchte ich die Frage in den Raum stellen, muss es denn überhaupt ein Djinn sein? Prinzipiell nicht. Die Sache war nur die, ich hätte gerne einen Djinn gerufen, weil das halt cool gewesen wäre und weil ich mir dachte, ja gut, dann setze ich halt ein bisschen mehr. Also ja, ich weiß. Ja, du kannst natürlich einen Djinn rufen. Elementar würde dafür, glaube ich, nicht reichen. Aber Luft würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben als Humus, weil Humus andere Aufträge erfüllt als Luft. Das sind ja die, also Luft schon, ist ja genau. Der Botschafter. Die Dienste bei den und ein Djinn muss es selbstverständlich deswegen sein, damit der Druide angemessen beeindruckt ist. Oh, komm, aber für ein W20 zusätzliche ASP, ein W20 würde ich das gestatten. Okay, genau, das war ja die Frage. Ich bin ja voll, was ASP angeht. Wie zählt das dann für die Strecke? Gut, komm, ja, so, dass es ankommt, passt. Ja. Richtig, also... Ich will jetzt keine große Szene daraus machen, deshalb, also es ging mir halt einfach um die Warum Idee dahinter. Warum musst du einen Gin, wenn du keine Szene machen willst? Daro. Silenzium. Also, ich mache jetzt einfach mal den Gin-Ruf. Ich gehe davon aus, wir gucken dann einfach, sollte es nicht reichen, wie die Erleichterung und Erschwernisse wären und danach kommt dann noch die Kontrollprobe, bla bla bla. Das wäre aber gelungen. Kontrollprobe, die wäre auch gelungen. Ein W20 zusätzliche ASP. Ja, okay, dann bin ich einem ASP. Aber du bezahlst jetzt zusätzlich 17? Ja. Ja, gut. Das ist 1 zu 1, oder? Ja, klar. So klar ist es in DSA nie. Ja, das war jetzt ja eine improvisierte Regel. Ja. Du kannst sehen, wie vor dir, hast dich vorhin gekniet, irgendwo ein bisschen außerhalb der Ruinen, da wo die Qualität der Erde besser ist, kannst du dann sehen, wie vor dir ein paar Weinreben nach oben wuchern, die so ein paar Blüten auch bilden, und dann siehst du, wie die Reben beziehungsweise dieser Weinstock, sich aus der Erde entwurzelt und dich dann aus merkwürdigen, starren Augen anblickt. Ich bin Anharatul. Was wünschst du? Anharatul, ich bin Boltak. Und es gibt eine Nachricht zu überbringen, ich dich beten möchte. Es geht an einen Freund und ich würde ihm einmal die Hand auf den... weiß nicht, Kopf oder was auch immer er ausgeformt hat, von mir aus auch auf so einen Dorn legen, um ihm halt das Bild zu übermitteln von unserem Druidenfreund. Dann würde ich ihm
telepathisch die Nachricht mitteilen, die ich gerne übermittelt wissen würde. Und ich schreibe die dir später ins Forum. Und dann würde ich zum Schluss noch ein paar von meinen Barthaaren, nämlich einen ordentlichen Teil, abtrennen und ihm in die Hand legen, bring ihm diese bitte mit an Haratul. Es ist für den größeren Zweck, für die sympathische Gesamtheit dieser Welt. Ich danke dir. Gutes Blühen. Okay, und dann schickst du ihn zu Vargan, dem Druiden aus dem Trollenswald oder aus Vargansheim. Ja. Derjenige, der damals Rohaya und den Soldaten ohne Arm bei sich aufgenommen hatte. Genau, und irgendwie auch was mit irgendeiner Knolle zu tun hatte, aber da war Boltax ja noch nicht da. Okay. Dann wurzelt sich der Wein-Djinn wieder ein und ja, du siehst wohl, wie er mit seinen Tastfühlern, mit dem Weinstock nach unten greift und sich dann einmal entlang zieht und dann in der Erde wieder verschwindet. Die Herrin der schwarzfaulen Lust hat einen Namen, einen uralten Namen. Nicht Belkelel, nicht Darklajit, nicht ein anderer Name, den ein Mensch mit seinem begrenzten Verstand sich auszudenken vermag, einen wahren Namen. Und wer diesen wahren Namen ausspricht und die Herrin zu sich ruft, der wird immerwährende Wonne verspüren. In seinem Leib sammelt sich die Kraft der Herrin und er wird der Sohn oder die Tochter der Herrin der schwarzfaulen Lust sein. Fragment aus Leidenschaft ohne Grenzen von Donatian Alrik von Tirelia. Irgendwann während dem Magierkrieg. Und so wacht ihr auf. Ihr fühlt euch nicht wirklich regeneriert. Die Ruinen waren trocken, Asche verpestet und der Staub kratzt etwas in euren Lungen, wenn ihr dann nach und nach erwacht. Und könnt dann wieder die wenigen Habseligkeiten, die ihr hier bei euch habt, auf die Pferde binden und euch nach und nach dann, ja, Reise, Aufbruch bereit machen. Boltax hat in der Nacht den Djinn beschworen und ist jetzt zwar noch etwas erschöpft, trotz dessen, dass er geschlafen hat, aber ihr seid soweit aufzubrechen. Nach Zorgan, nach Kashel Taref oder sonst wohin, wohin auch immer ihr wollt. Wir hatten uns ja schon gereinigt auf Kashel Taref. Ja, das heißt, wir reiten erstmal in Richtung Zorgan und überqueren dann irgendwann den Fluss, wenn es da eine Brücke gibt. Ansonsten müssen wir tatsächlich bis Zorgan, um auf die andere Seite zu kommen. Also, da gibt es keine weiteren Brücken. Ihr könntet mit einer Kettenfähre von einem namenlosen Örtchen übersetzen, das wäre möglich. Machen wir. Klingt gut. Okay, Kettenfähre. Da, wo die zwei roten Punkte sind, oder? Genau das. Dann wollen wir dahin. Genau, gut. Dann könnt ihr euch die Kettenfähre bemühen, die euch dann rübersetzt. Ist auch genug Platz für die Pferde, das sollte kein Problem sein an der Stelle. Setzt dann auf die Hauptstraße und könnt dann kurz vor Zorgan abbiegen in Richtung Osten, sodass ihr dann Richtung Nahuabad und der wilden Hecke von Oron strebt. Ja. Ich würde irgendwann auf der Reise mal mein Pferd neben Asabans bringen. Und ihn ansprechen. Ihr habt im Schlaf gesprochen. Belastet euch etwas? Nun, viele Dinge. Wovon habe ich denn gesprochen? Naja, ich hatte den Eindruck, dass der Ausflug nach Yerrikesh euch nicht so recht bekommen ist. Ihr murmeltet vor euch hin, dass ihr naja, nicht mehr wisst, was ihr glauben sollt. Und ihr nanntet Raja und ihre Widersacherin Schwestern. Eine Theorie. Es ist tatsächlich nicht allzu günstig, dass ich so etwas offen ausspreche, aber wir waren ja gemeinsam im historischen Yerrikesh und standen sogar im Tempel. Ich finde es einfach interessant, diese Widersprüche so vereint zu sehen. Allerdings zürnt Meraya wegen diesen Gedanken. Ihr meint, sie hat euch verlassen? Nun, sie ist dort draußen noch. Ich spüre, dass sie da ist.
aber ich spüre auch, dass sie von mir wegsieht, dass sie sich für mich schämt. Einfach, weil ich diese Gedanken habe, versteht ihr? Nun, dann müsst ihr wohl mehr als Interesse verspüren, denn wir haben dasselbe gesehen. Und ich muss sagen, dass auch ich einen anderen Blickwinkel auf den Kult der Baykalil gewonnen habe. Doch ich verspüre nichts dergleichen. Vielleicht sind das auch Samen, die in mir gesät worden sind, weil ich zu lange am Palast von Nifemia weilte, aber ich weiß einfach nicht. Raya hat mich erwählt und hat mich mit Schönheit ausgestattet, wie auch dich, Schwester. Aber da, wo ich Hass verspüren sollte gegen ihre Widersacherin, spüre ich einfach keinen Hass. Ich bin neugierig, ich möchte sie erforschen. Nicht auf diese böswillige Art und Weise. Ich möchte niemanden verraten, niemanden stürzen oder ein Dolch in den Rücken stoßen. Um solche Dinge geht es mir nicht. Ich möchte keine Gewalt beim Sex ausüben. Ich möchte einfach nur mehr wissen. Versteht ihr? Es verzerrt mich. Nun, ich habe viele gekannt, die da nach Wissen gestrebt haben. Zumeist waren es Magier. Aber die streichelte ruhig eine Kröte auf seinem Pferd. Quack. Aber wissen wollen alleine verdirbt noch nicht. Aber ihr müsst sie irgendwie wohl ernstlich verärgert haben. Nun, wenn sie euch nicht mehr zulächelt. Ja. Wir reisen ja nicht nach Zorgan, so wie ich euch verstanden habe, sondern nach Kaschel-Tarif. Nun, wir bringen euch in euer Kloster zurück. Wir hatten euch versprochen, euch nach Hause zu bringen, also werden wir diese Route nehmen. Ausgezeichnet. Ihr müsst wissen, dass das Kloster seit dem Fall von Kaschel-Tarif nun tatsächlich das Hübscheste, nicht nur in Aranien, sondern auf ganz Dere ist. Zumindest in Aventurien. Es hat sich einiges getan. Von dort aus brechen die meisten Reihergeweihten auf, um in den Überresten des anderen Klosters nach Dingen zu suchen, die sie reinigen können. Wir arbeiten viel mit der Inquisition zusammen. Nun, dann ist es für euch vielleicht ein guter Ort, um wieder den Kopf frei zu kriegen. Aber was ich nicht verstehe ist, wie könnt ihr keine Abscheu vor den Werken der Baykalil empfinden? Ich meine, ihr wart in Uron. Ihr habt die Auswirkungen gesehen. Wo wart ihr, als das alles begann, als Demiona sich die Krone nahm? In Zorgan. Ich wurde dann zum Abt von Nasori bestellt, als es darum ging, Tarif zu säubern. Wir haben eine geheime Bibliothek entdeckt und dort einige Bücher von fragwürdigen Inhalten entdeckt. Wir haben dabei auch einige Geweihte verloren, Zantim, die daran gebunden waren, irgendeine Art Sicherheitsmechanismus. Aber ich dachte mir, sie sollten nicht umsonst gestorben sein. Deswegen habe ich die Bücher gelesen, anstatt dass ich sie verbrenne. Dabei sind mir eigentliche Fragen gekommen. Nun ja. Und seitdem die rote Göttin. Also, was ihr gelesen habt, erschien euch plausibel? Ja, sie haben Fragen gestellt. Es ist nicht so, dass sie Feststellungen getroffen haben, sondern sie haben Fragen gestellt, Verständnisfragen, Hinweise gegeben. Sie haben nicht gesagt, wie Welt ist, sondern ob es tatsächlich so ist. Nun, und das regt zum eigenen Denken an. Ich finde, dass freie, eigene Gedanken niemals verboten sein sollten. Egal, worum es geht. Das würde dem Wesen der roten Schwester gegenstehen. Zumindest habe ich Raya damit verärgert. Und, Iphemia schenkte mir ein offenes Ohr. Yashild auch. Eine ganze Menge in Elberum hörten mir zu, wenn ich sprach. Sie waren ganz begeistert und fasziniert von denselben Fragen, die ich ihnen stellte, um ihren Geist anzuregen.
Vor allem auf den Partys, die wir gefeiert haben. Das kann ich mir vorstellen. Na gut. Vielleicht kann ich euch ebenfalls etwas zum Nachdenken geben. Nicht unbedingt eine Frage, eher ein Gleichnis. Eine Art Märchen. Stellt euch vor, ein Vater hatte zwei Töchter. Beide waren sie gleichermaßen schön, stark und klug. Die eine aber nutzte ihre Gaben, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Die andere hingegen nutzte die Gaben nur für sich selbst. Ein junger Mann kam und verliebte sich in die erste. Aber wäre es seine Pflicht gewesen, auch der zweiten den Hof zu machen? Nun, ein Mann ist niemals verpflichtet, irgendwem den Hof machen zu müssen. Er suchte sich selbst aus. Und ihr denkt, die Entscheidung für die andere Schwester wäre eine legitime Wahl? Man kann auch sagen, dass man beide Schwestern begehren kann. Wenn ich dieses Gleichnis auf mich übertrage und aus den Schwestern Raya und Belkelel mache. Er spuckt einmal aus und ein bisschen Blut ist in seiner Spucke. Glumin betrachtet ihn mit einer Art Mitleid. Nun? Wisst ihr, er sticht wie Dornen auf der Zunge. Man schmeckt den bitteren Wein, obwohl man ihn nicht getrunken hat, wenn man diesen Namen ausspricht. Selbst die alten Oronia haben es nicht getan, sondern sie immer Dark Lajit genannt oder diejenige, die eine und alleinzige. Diejenige, die verlangt. Diejenige, die begehrt. Sie haben sich gefürchtet vor diesem Namen. Ich finde ihn neugierig. Dieses Gefühl auf der Zunge. Obwohl du keinen Wein getrunken hast, aber du kannst ihn schmecken, diese bitteren Beeren. Den Alkohol von vergorenen Früchten. Der Reiz des Verbotenen. Belkelel. Habt ihr darüber nachgedacht, die Leitung des Klosters abzulegen? Darüber muss ich mir klarer werden. Schauen wir einfach mal, was uns in Nasuri erwartet. Sie ist wunderschön. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Also gut, dann, ich glaube, wenn wir Zorgern umgehen wollen, sollten wir jetzt auf die Felder abbiegen. Wenn ihr auf die Felder starrt, könnt ihr dort doch erkennen, wie dort wohl eine ganze Menge von den alten uronischen Sklaven auf dem Feld stehen, wohl nicht mit der Peitsche gezüchtigt, aber man kann auch erkennen, dass sie glatzköpfig sind. Ihre Haare wurden wohl ausgerissen, wenn sie denn jemals welche gehabt haben, und sie sind sehr tätowiert, sodass sie dann durchaus als ehemalige uronische Sklaven zu erkennen sind. Ob ihr Schicksal jetzt auf der anderen Seite der Hecke ein besseres ist, ist natürlich die Frage. Sie starren euch aus toten Augen an, während sie weiter sammeln. Was ist von der Hecke übrig? Oder ist die noch relativ intakt, bis auf die Bresche? Die Hecke ist noch nicht da. Die Hecke ist tatsächlich noch nicht da. Da müsstet ihr sicherlich noch einen halben Tag reiten von Zorgern aus. Seid jetzt aber erstmal auf die Oststraße über den Jeremialet dann abgebogen. Also ihr seid noch vor Nahuabad, und Nahuabad wäre dann die erste Straße das erste Beiruns-Viertel in Oron. Ja, alles klar.